Einen wunderschönen guten Morgen, liebe GeoFans da draußen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Karte der Woche Video mit mir, dem Lukas. Und zwar geht es heute um Bistl Dispater. Ja, ich hoffe, die Übersetzung im Deutschen wird diesmal nicht Entwurm oder sowas werden. Das wäre Katastrophe oder sowas in der Richtung. Lieber diesmal einen schönen, saftigen Namen. Ich hoffe, das kriegt Konami diesmal hin. Ja, und wir haben hier auf jeden Fall ein finsternes Monster von der Eigenschaft her mit dem Type Dragon und den Werten 3500 und 3500. Ein ungenerisches Synchro-Monster der Stufe 10. Und zwar benötigt dieses Monster einen Tuner und einen Non-Tuner-Dragon-Monster. Also an der Stelle auf jeden Fall schon mal ungenerisch. Das heißt, die Standard-Decks, die Synchro 10er easy rausholen konnten, wie Sword Soul oder Punk oder sowas, müssten ein Dragon in, also ein Dragon Non-Tuner irgendwie einbauen können in Form von einem Korallendrache, der natürlich ein Tuner ist. Das heißt, da funktioniert das schon wieder nicht mehr. Oder irgendwas in der Richtung, um diese Karte rauszuholen. Die Frage ist halt, ob das auch viable ist, weil die Karte hat einen Effekt, und zwar der sagt aus, dass wir ein Licht- oder Finsternismonster in der Banished Zone targeten können und das einfach specialen können. Das heißt, hier an der Stelle natürlich der Fokus, weil er halt auch Bistl im Namen heißt, liegt wirklich auf dem Bistl. Das heißt, wir können hier die Monster, die wir verbannen mit unseren Bistls, nachher, wenn wir ihn gebaut haben, auch wiederholen. Wenn das ein Monster ist, das wirklich schwer heraufzubeschwören ist oder irgendwie welche besondere Methoden hat, wenn was gespecialt wurde oder sowas und das gar nicht so leicht von der Hand zu holen ist, sondern eher vom Grave oder Banish Spell. Hier auf jeden Fall ein sehr solider Reborn-Effekt aus der Banish Zone heraus, dass wir hier die Möglichkeit haben, konstant an die Karte ranzukommen. Da gibt es auf jeden Fall einige Sachen, werden wir nochmal näher drauf eingehen. Aber zu den sekundären Effekten, der sagt aus, wenn unser Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, dann dürfen wir als Quick-Effekt einige banishte Karten in unserem Banish-Zone oder in der Banish-Zone vom Gegner quasi reinpacken ins Deck. Und dann hat der Effekte basierend darauf, von wem wir das reingepackt haben. Wichtig an der Stelle schon mal zu erwähnen, eine gebanishte Karte. Das heißt, wir können an der Stelle wirklich auch Port of Desires, Banish Piles und sowas einfach wieder reinmischen, was im Prinzip einzigartig war. Es war, gab Effekte wie Thunderdrang Du, der das konnte, aber die Karte schließt sich dessen jetzt an. Also es wird immer mit der verdeckt verwandten Zone gespielt, Chatrilar kommt raus und sowas. Also das können wir auf jeden Fall sehr gut nutzen, um natürlich unsere Sachen zu recyceln.
Ness ist an der Stelle hier auf jeden Fall die Karte, die tatsächlich immer noch die beste Synchro-10er-Karte ist, weil er ist natürlich immer noch ein fragiler Negate, weil er, wie gesagt, diese Vorbereitungsphase braucht und nicht immer haben wir das alive. Der Gegner muss uns, wie gesagt, handtrippen oder wir müssen den Gegner selber millen oder selber banishen können, damit das überhaupt alive ist. Weil wichtig, der Gegner braucht hier nur eine gebanishte Karte, das muss keine explizite Karte sein, das kann irgendwas sein und wir können die einfach reinmischen. Wenn wir das hinbekommen, dann auf jeden Fall sehr gut, dann haben wir immer den Negation alive, sehr gute Karte, Stronger Beater und natürlich Extender Plays, sehr gut möglich mit der Karte. Und was hier auch nochmal wichtig ist, und darauf wollte ich jetzt nochmal eingehen, er harmoniert natürlich sehr gut mit den ganzen Bistel Spell Traps. Das heißt, durch die Bistel Wiedergewinnung, wie sie im Deutsch heißt, können wir natürlich durch ihn erstens durch seinen Banish-Effekt, das heißt, wenn wir was negieren und zum Beispiel von uns oder vom Gegner nehmen und es ist ein Light- oder Finsternis-Monster, können wir natürlich immer noch Ressourcen regenerieren, weil wir durch Wiedergewinnen wieder eine Karte ziehen dürften, wenn wir was mit ihm banishen. Wir können immer wieder die ganzen Bistels wiederholen. Ein Beispiel zum Beispiel, wenn wir Magnamut holen würden und dann einen Pop regenerieren, könnten wir Magnamut auch gleich wieder nochmal hinterher specialen. Auch in der nächsten Runde immer gutes Backup-Potenzial und durch Wiedergewinnung ist er auch specialbar. Das heißt, wenn er das Spielfeld verlassen sollte, weil der Gegner ihn irgendwie los wird und der Gegner dann was specialt, können wir durch Wiedergewinn ihn holen, weil er hat nicht diese Summon-Condition von Lobelion, dass er nur durch seinen eigenen Effekt kommen darf oder nur durch Synchro-Summon. Sie eventuell von der Hand specialen kann, das wäre dann ziemlich katastrophal, weil aktuell sieht es eher so aus, als wenn Cartesia hier der Way to go wäre, weil wir natürlich durch Cartesia die Möglichkeit haben, einen Light and Dark von unserer Hand wegzupacken für ihren Fusion-Effekt. Wir müssen ja nicht unbedingt sie als Fusion-Material nutzen und dann können wir direkt mit den Bistels einen banishen und die rausholen oder wir bauen mit ihr einfach irgendwas.